Hallo und herzlich willkommen zu den Wohnzimmer-Interviews, wie ihr es gewohnt seid, am Freitagnachmittag. Heute bei uns zu Gast der Künstler des nächsten Monats, des Monats Juni im Jahr 2013, Michael M. Walter. Ja, danke sehr. Ja, Michael, darf ich Sie sagen? Darauf hatten wir uns im Vorfeld geeinigt. Gut. Gut. Sie werden im nächsten Monat ausstellen. Erzähle doch mal kurz was zu Ihrer Ausstellung. Vielleicht sollte ich im Vorfeld sagen, dass ich das Wohnzimmer GE als mit Abstand grandioseste Weiterentwicklung, kulturelle Weiterentwicklung in meiner Heimatstadt und das in den letzten Jahrzehnten empfinde. Und deswegen wollte ich etwas dazu beitragen, diesem Wohnzimmer GE monatlich ein neues Gesicht, ein neues Ambiente, ein neues Gefühl zu verschaffen. Mhm. Ich freue mich wirklich sehr, dass das gelungen ist. Ja, ich freue mich auch sehr. Also, erzählen Sie doch mal kurz was zu Ihrer Ausstellung, zu Ihrer Fotoausstellung, die ab dem 1. Juni bei uns einmal lang hängen wird. Ich habe Fotos seit dem Jahr 2009 zusammengestellt, die meiner Ansicht nach ein kohärentes Bild dieser künstlerischen Entwicklung seit eben diesem Jahr 2009 darstellen und die ich jetzt in einer bestimmten Anordnung in Gruppen von 4x4 Fotografien in etwa plus einigen Satelliten auf der Wall of Art präsentiere. Okay. Was können wir denn von der Vernissage erwarten am Samstag ab 20 Uhr? Es wird einen netten Sektempfang geben. Ich bin noch ein wenig unklar darüber, ob es nicht vielleicht sogar ein Champagnerempfang werden sollte, um diese Location, in der wir uns hier befinden, auch dementsprechend zu würdigen. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Da würden wir uns alle freuen. Im Vorfeld haben sich viele Leute gefragt, wieso hat Herr Walter ausgerechnet den Juni ausgewählt als Monat seiner Ausstellung? Ganz ehrlich, ja. Ich dachte, es ist ein Sommerferien. Und ich hab in meinem Wohnzimmer gesessen, in meinem Wohnzimmer und dachte, das ist grandios. Du machst im Juni eine Ausstellung und keiner geht hin. Das ist ein optimaler Weg, um seine Karriere als Fotograf zu starten. Dann habe ich aber im Nachhinein herausgefunden, dass die Sommerferien erst im Juli beziehungsweise Anfang August stattfinden. Also ist dieser Plan nicht dann aufgegangen. Wie geht man als Künstler damit um? Gibt's da dass die Fotos Film? Doch gesehen werden. Ja genau, weil man muss ja versuchen. Naja, also jetzt wo es soweit ist, wo selbst ich weiß, dass die Sommerferien im Juni noch nicht stattfinden, muss ich einfach damit leben, dass Leute kommen, sich die Bilder angucken, sie auf ihre Art und Weise kritisieren und wenn es ganz gut läuft, das eine oder andere Element eben dieser Bilder mit nach Hause nehmen. Also es gibt keine Versuche, die Bilder zu verstecken? Also, absolut nicht. Oder mit Tüchern zu überdecken? Nein, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, ja. Okay. Zeige ich sogar einen nackten Affen. Ganz nackt. Akku. Das wusste ich nicht. Wir hatten... Nein, das hatten wir nicht. Wir hatten darüber gesprochen, ob die Bilder zensiert werden. Und Sie sagten nein, also dachte ich mir, okay, es ging aber niemals genau the right time to show the es ging nie um nackte Affen. Es ging nicht. Es geht nicht. Das ist dann noch Ihre Frage. I'm showing it anyway, you know. The Naked Ape, das ist das Beste aller meiner Kunstwerke. Das kannst du mir doch jetzt nicht einfach, können Sie mir doch jetzt nicht einfach bitte bleiben Sie an ihn zu suchen. Also ich dieze sie, wann ich möchte. So, jetzt lassen Sie mal wieder... Lassen Sie uns... ja, gut, wir haben jetzt was erfahren über die Ausstellung. Wie viele Werke werden wir denn sehen? Ich denke, es werden ca. 20 Werke werden. Ich bin mir über das eine oder andere jetzt 2 Tage vor Ausstellungseröffnung immer noch nicht ganz klar. Aber das ist immer so. Das soll auch so sein. Niemand weiß, wie es dann tatsächlich wird. Vielleicht ändert sich auch noch was.
scheint tief in sich versunken zu sein. Das ist üblich. Haben Sie dann gewisse Hoffnungen und Wünsche von dieser Ausstellung, die quasi Wünsche. Auch vielleicht für das kulturelle Leben in dieser Stadt eine Wichtigkeit, eine Bedeutung haben? Ich wünsche der Ausstellung im Zusammenhang mit der Location, dass viele Leute kommen. Ja, sie klingen ja sehr nein. Ich wünsche der Ausstellung und im Zusammenhang mit der Location, darum legen wir den großen Wert, großen Besucherandrang, viele Diskussionen über die gezeigten Arbeiten, viele Diskussionen vielleicht auch über den Umgang mit einer solchen Location in der Stadt. Das ist hier vielleicht auch ganz wichtig. Und ich wünsche mir im Idealfall, dass Kunst, so wie es mir mit einiger Kunst im Laufe meines Lebens gegangen ist, das Leben reicher macht, dass es im Idealfall eine lebensverändernde Geschichte ist. Das meine ich noch. Sehr schöne Schlussworte unseres Künstlers. Kommen Sie am Samstag, am 1. Juni zu unserer Vernissage, 20 Uhr. Michael wird auch einige Fragen beantworten und ja. Für Sie da sein. Es gibt Sekt, nicht wahr? Und oder Champagner. Und oder Champagner. Und oder. Ja. Vielleicht gibt es für einige ausgesuchte Gäste Sekt, für die anderen Champagner. Das ist fair. Das ist nur fair. Ja. Also dann, wir sehen uns. See you.